Hallo Leute, Takeo hier. Wir machen weiter mit der lebendigen Geschichte von Guild Wars 2. Im letzten Teil haben wir uns mit den Asuras gekloppt. Das war schon sehr, sehr lustig. Und jetzt geht es weiter hier in der Silberwüste. Wir wollen unsere letzte Saat der Erinnerung pflanzen. Und mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe diesen Teil schon mal aufgenommen. Bloß die Datei ist irgendwie abhanden gekommen. Jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, waren das auch sicher die Asuras. Deswegen spielen wir jetzt das Ganze einfach nochmal. Das kann man ja durch die Chronik machen. Und ja, das wird der letzte Teil von diesem Jahr, von 2015. Und dann geht es erst im Januar weiter mit der lebendigen Geschichte. Und dann bin ich auch zum Glück endlich wieder up to date. Und ja, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und hier ist Marjorie und wir sprechen erstmal mit ihr. Nun, da wir hier draußen in der erlegenen Silberwüste sind, was sagt euch eure Intuition? Wo wird die nächste Erinnerungssaat gepflanzt? Ja, ich habe im Gefühl, dass wir hier ganz nah an der richtigen Stelle dran sind. Und ja, die richtige Stelle war hier irgendwo links rum. Ich kann mir das leider auch nicht allzu gut merken, sowas. Irgendwo hier. Nee? Irgendwo hier? Ja, hier. Okay. Und dann pflanzen wir mal die letzte Erinnerungssaat. Und pflanzen. Sehr Hoffentlich gut. stört es euch nicht, dass ich ein paar Freunde zur Verstärkung eingeladen habe. Ja, das kannst du durchaus machen, wenn du magst. Jetzt haben wir sie. Das Zentaurenlager direkt vor uns muss der Ort sein, an dem sich Vin versteckt hat. Warum seid ihr euch so sicher, dass sie ihre Geheimnisse teilen wird? Ich bin mir sicher, dass wir beide sie überzeugen können. Und warum habt ihr jetzt die anderen mit in die Sache hineingezogen? Unsere neuen Freunde sind nur für den Fall hier, dass diese Kreaturen anfangen, sich feindselig zu verhalten. Solange wir sie nicht brauchen, werdet ihr nicht einmal merken, dass wir hier sind. Ja, okay, dann wollen wir mal. Warum sprecht ihr nicht mit den Kreaturen da vorn? Ihr könnt mit Fremden besser umgehen. Naja, das stellt sich noch heraus, ne? Hallo, Timor Schrittmacher. Wie geht's? Handelt, doch handelt stets weise. Oh, das ist eine Lehre von Ventari. Willkommen in der äußeren Zuflucht. Was kann ich für euch tun? Wir suchen eine Frau, unseresgleichen. Ihr Name ist Vin. Ja, wir hatten das große Vergnügen, Vin bei uns zu beherbergen. Sie und unsere Speerin Neki sind bereits enge Freunde geworden. Und wo finde ich eure Speerin? Neki war in der Nähe des Zentrums unserer Zuflucht, als ich sie zuletzt gesehen habe. Oh, vielen Dank, ihr wart sehr hilfreich. Sie sind wie Win. Wie diejenigen, die von Ventari aufgezogen wurden. Es muss etwas bedeuten, dass welche vom Volk des Blassen Baums bei uns sind. Ja. Wie konnte Win nur mit diesen Tieren leben? Nicht so negativ, Sie Faulein. verhöhnt uns wie niedere Tiere. Sie sind nicht, wie sie scheinen. Gar nicht so sehr wie Win. Ja, Faulein ist etwas frech. Hier ist Niki. So, oh, sie hat sich hingesetzt. Machen das. Pferde machen sowas, glaube ich, nicht. Anscheinend machen sowas Zentauren. Ihr seid wie unsere Freundin Vin. Kommt ihr aus dem Hain, von dem wir schon so viel gehört haben? Das stimmt, und wir sind weit gereist, um mit ihr zu sprechen. Wo ist sie denn? Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wo sie jetzt gerade ist, aber sie sollte bald wieder da sein, um das Brot mit uns zu brechen. Okay, wenn es euch nichts ausmacht, dann warten wir hier auf sie. So. Das sieht Woher einfach wissen wir, super dass aus. die uns nicht belügen? Gehen wir ihr einfach hinterher. Faulein. Ganz gechillt. Da kommst du doch schon. Ah, seht an, wer endlich da ist. Ah, Win. Seht, ihr habt Besuch. Kaith, Faulein. Die Vorfahren meiner Freunde hier kannten Ventari. Sie sind fast wie Verwandte. Ich bin nicht mit Tieren verwandt und habe Ventaris Unsinn satt. Ihr müsst jetzt mitkommen. Nein, Faulein. Ich gehe, wohin ich will. Und jetzt will ich bei meinen Freunden bleiben. Wir mussten euch schon durch ganz Tyria folgen, um euch zu finden, Liebes. Win, ihr könnt bei uns bleiben, solange ihr wollt. Als Gast genießt ihr das Recht auf Schutz. Ihr habt nichts zu bestimmen, teure Freundin. Win ist unsere Schwester. Kaith, ich hätte euch gern gesprochen. Jetzt gleich. Nur zu, sprecht, Kaith. Aber macht ihr unseren Standpunkt klar. Okay. Ein Gespräch unter vier Augen.
Niki, was gibt's denn? Wir haben diese Zuflucht errichtet, um etwas Abstand zwischen unserem Stamm und seiner gewalttätigen Vergangenheit zu bekommen. Aber wir werden uns notfalls verteidigen. Dazu besteht kein Grund, aber ihr müsst wissen, dass wir weit gereist sind, um Wind zu finden. Sie ist nicht euer Eigentum, über das ihr verfügen könnt. Und wenn ihr keine Gewalt einsetzen wollt, warum kommt ihr dann mit Soldaten in die Einöde? Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Dieses Gebiet ist uns unbekannt und voller feindseliger Kreaturen. Huch. Ihr seid hier die feindseligen Kreaturen. Wir können solche Spannungen in dieser Zuflucht nicht dulden. Soll das eine Drohung sein? Moment, was geht hier vor? Bleibt hier und haltet euch da raus. Oh-oh. Kate, sie haben sich gegen mich gewendet. Wow. Das ist schlecht. Huch. Was hat der denn da gerade gemacht? Ja, natürlich. Etwas. Wow. Nein, hört auf! Sofort! Überall, wo Faulein hingeht, herrscht gleich mal wieder etwas Chaos. Benutzen wir mal den Elite-Skill. Ach, wäre das overpowered, wenn irgendwann mal die Diebe solche Variationen von ihren Skills bekommen. So. Unsichtbar. Backstep, Backstep, Backsteps. Das ist auch overpowered. Unsichtbar bleiben. Die ganze Zeit. Und während man unsichtbar ist, einfach angreifen. Uff, das war nicht gut. Dreifache Todesblüte. Ich hab keine Angst. Und Elite Skill. Ja, mit Cave zu spielen macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich überlege gerade ständig, ob man irgendwann vielleicht in anderen Episoden, zum Beispiel Ridlock, der ja jetzt in dieser Geisterwelt ist, ob man vielleicht irgendwann auch mal in seine Fußstapfen tritt und mit ihm spielt. Das wäre mal sehr interessant, weil wenn man ihm so beim Kämpfen zuschaut, man sieht ja immer, dass Ridlock eine Pistole benutzt beim Kämpfen und das ist als Krieger ja auch irgendwie unüblich, weil der Krieger überhaupt keine Pistolen tragen kann. Deswegen wäre ich mal sehr, sehr gespannt, ob man nicht auch coole Skills hat mit Ridlock, wenn man den zum Beispiel dann spielt im nächsten Teil. Also mal schauen, was im Januar dann so auf uns noch zukommt. Ich werde das schnell zu Ende bringen. Aber die Möglichkeit besteht ja. Autsch. Ja, leider ist man nicht unverwundbar, ne? So. Unsichtbarkeit und Power-Backsteps. Power-Backsteps für alle. In Frieden. Dreifache Todesblüte. Autsch. So. Und den hier. Wenn sie eine Jagd will, die kann sie haben. Irgendwie war Kaith früher, so wie wir das jetzt hier erleben aus ihrer Vergangenheit, gar nicht mal so die, ich will nicht sagen, gute Person, aber sie hat doch schon sehr viele Dinge gemacht, die sehr fragwürdig waren. Hier einfach zu so einem Zentaurenstamm zu kommen und einen Großteil der Leute einfach mal, naja, über den Jordan zu schicken, ist ja auch nicht gerade so freundlich. So. Ihr kriegt ein paar giftige Krähenfüße. Dreifache Todesblüte. So. Ach, da kommen ja noch mehr. Ich hatte euch ja gesagt, das sind Wilde. Naja, im Prinzip hast du angefangen, Faulein. Muss das gar nicht jetzt auf die armen Zentauren schieben. Win, kommt auf der Stelle zurück! So.
So, Wynn. Nein! Lasst mich! Was habt ihr getan? Hört mal, ihr wisst ja, wir wollten das nicht. Wind, erhört meinen Ruf! So. Togon Windmähne, der Big Boss der Zentauren. Wir dürfen euch nicht entkommen lassen nach dem, was ihr hier getan habt. Das war Fauleins Kate, Schuld. Kümmert euch darum. Wynn ist schon wieder weggelaufen. Oh. Okay, der hat diesen Erdschild und wie ich das beim ersten Mal mitbekommen habe, wenn wir den Erdelementar besiegt haben, erst dann ist der Zentaure verwundbar. Ach, das reflektiert auch noch. Dieser dreifache Todesblütenangriff. Das ist praktisch. So, jetzt. Unsichtbar. Und Powerbacksteps. Ah, okay, ist schon wieder unverwundbar. Ihr werdet der Gerechtigkeit nicht entkommen. Es tut mir ja leid. Aber er hat schon irgendwie recht. Es ist ja wirklich die Schuld der Silvari, dass das jetzt alles so eskaliert ist. Das war schlecht. Vielleicht rennt er da durch. Das war schlecht. Ufa. So, 50% ungefähr. Noch nicht ganz, aber fast. Und wir humpeln mal hinter ihm her. Zum Glück macht er nicht allzu viel Schaden. Weil so als Dieb hält man ja nicht sehr viel aus. So, Erdelementar. Das ist kaputt. Oh, da kommt so eine Welle. Durchdodgen. Oh, er hat schon wieder neun beschworen. Wie frech. Aber ich mache ihn einfach unsichtbar. Backstab. Lol. Ein Hit. Kann euch nicht am Leben lassen. Oh je. Boah, das stackt auch einiges an Pein hoch. Hopp. Oh, zwei Erdelementare. Na dann, dreifache Todesblüte. Ja, das reflektiert wirklich, wie geil. Boah. Habe ich dich. Okay, er hat Stabilität. Die letzten 5% ungefähr. Na dann. Backstep. Backstep. Oh, Mist. Und schnitzeln. Bleib hier, bleib hier. Wie unverwundbar. Oh, habe ich da jetzt nicht gedodged? Mal kurz heilen. So. Und jetzt unsichtbar. Und finishen. Ja, wie es sich für einen Dieb gehört. So, findet Wynn und Fauleins. Die sind wieder zurück. Müssten wieder also irgendwo da drüben beim Lager sein. Oh oh. Oh, meine armen Freunde. Es tut mir so, so leid. Schöne Freunde. Sie gewährten euch Schutz und ihr habt euch versteckt. Vor uns. Dann habt ihr sie gegen uns aufgehetzt. Seht nur, was passiert ist. Sie hätten Kaith und mich überwältigt, wenn meine Freunde uns nicht zufällig geholfen hätten. Hört auf. Ich kann hier nicht länger bleiben. Nein. Nicht zu fassen. Sie läuft schon wieder weg. Ich glaube, Fraulein gesteht sich die Schuld nicht so wirklich ein. Warte, Wynn.
Kaith hatte gerade mein Düsternis auf dem Rücken. Hey Marjorie. Ihr seht mitgenommen aus. Ich bin froh, nicht gesehen zu haben, was ihr diesmal aufgedeckt habt. Ja, Vinns Zentaurenfreunde sind auf sie losgegangen. Die Lage ist eskaliert und alles wurde gewalttätig. Bei den Göttern. Sie waren schon an so manch düsteren Orten, nicht? Ja, wo wir gerade davon sprechen. Ich denke, sie hat Vinn bis in eine Höhle in der Nähe verfolgt. Ja, wenn ihr bereit seid, dann können wir uns die mal ansehen. Ja, machen wir das doch. Kehr zum Höhleneingang zurück. Also bei dem Kapitel, da fühlt man sich schon irgendwie schlecht, finde ich, oder so beklommen. Vielleicht geht es nur mir so. Aber irgendwie schon seltsam, dass hier, ja, das ganze Lager ist auch verschwunden. Dass die Silvari einfach herkommen sind und alle so wirklich abschlachten. Ja. Fragwürdig. Aber wir wissen ja auch, dass das Ganze mit Kaith und Fowlein nicht wirklich lange gehalten hat. Das waren hier halt so die Anfänge, ne? Ja, hier war es, Marjorie. Das ist diese komische Wand. Keine Chance, dieses magische Symbol verschließt die Höhle. Dort drin muss ich den letzten Samen pflanzen, dessen bin ich mir sicher. Ich ertrage es kaum, das vorzuschlagen, wo wir schon so nah dran sind, aber ich kann zur Abtei zurückkehren, um Nachforschungen zu diesem Symbol anstellen. Ich lasse euch es dann wissen, sobald ich etwas herausgefunden habe. Ja, tut, was ihr mir tun müsst, nur findet eine Möglichkeit, dort hineinzukommen. Und das war's. Die Geschichte von Saat der Wahrheit oder Saat der Erinnerung. Ich weiß es nicht genau. Saat der Erinnerung heißt es, ja. Und jetzt sind wir wieder up to date, auf dem richtigen Stand. Und im Januar geht es jetzt weiter mit der lebendigen Geschichte. Die Pause tut ganz gut, finde ich. Wobei die anderen Leute sich der Community so ein bisschen aufgeregt haben, dass sie jetzt wieder sich 2 Wochen Zeit lassen. Aber ich finde es ganz okay. So konnte ich jetzt mal erstmal aufschließen. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und wir sehen uns im Januar im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.